So, dann. Lasset es reparieren. Ja, da muss das noch weg. Da auch. Dann da. Was mache ich da? Bin ich bescheuert? Ich bin bescheuert, Mann. Nein, ich mache da die ganze Zeit nur Fehler, Mann. Ich mache die ganze Zeit nur Fehler. Ich kann nur drüber was rausnehmen. Und zwar hier. Da. Ja, und da. Dann müsste ich hier wieder was wegnehmen. Und da. Dann müsste ich hier wieder was wegnehmen. Und da. Ich bin so gut wie fertig. Ich bin so gut wie oben angelangt. Dann auch hier. Und da. So. Problem so gut wie gelöst. Jetzt nur überall die richtigen Sachen einsetzen. Und dann hier Glas. Und da Glas. Ja, nicht dahin. Nicht dahin. So, man sieht bestimmt sehr gut durch den Stein auf das Glas, ne? Hä? Was habe ich schon wie... Mano! Heute ist nicht mein Tag. Ich hatte Bock aufzunehmen und irgendwie heute ist nicht mein Tag. So. Yep, das war's, ne? Ich glaube, ich habe da alles wieder gut hinbekommen. So, diese Seite ist auf jeden Fall richtig. Oh yeah. Dann gehe ich mal wieder runter und mach die andere Seite. So. Dann wieder die Gläser. 1, 2, 3. Dann 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. So, und das muss ich jetzt richtig machen. Und ich schaue immer nach links jetzt, ne? Vorhin habe ich einfach nur auf das hingeguckt. So. Nein, nicht runterfallen. Das ist, wenn ich zu schnell die Space-Taste drücke. Ist das ein Fehler? Nö. 1, 2, 3. 2. Nein! Boah, ey. Das kann mal schon nerven, ne? Ich muss mich umschauen, wo ich das umändern kann. Den Fly-Modus an- und auszuschalten. Das ist mit der Space-Taste ein bisschen schlecht gesetzt, ne? Genau wie Rennen. Warum zweimal nach vorne? Warum nicht wie in manchen Shootern Shift gedrückt halten, um zu laufen? Oder zum Beispiel, wenn man Shift einmal drückt, dann läuft man, bis man eben aufhört zu gehen. Ne? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das ist ja auch so gemacht, dass man ja die ganze Zeit läuft, wenn man zweimal nach vorne drückt. Ne? Dann rennt man ja. Und solange man die Taste nach, also eben die S-Taste ist es bei mir, bei euch wahrscheinlich die W-Taste, weil ich habe eine AZERTY-Tastatur, weil ich in Luxemburg lebe und die ist irgendwie von Frankreich. Ich hasse Französisch, nur als Info, ne? Ich kann Französisch nicht ausstehen, ihr sollt alle sterben. Also, nehmt das hier bitte nicht ernst, ne? Ich hoffe, die meisten von euch verstehen Ironie, ne? Ironie, ne? Ihr wisst, was das ist. So. 1, 2, 3, dann. 1, 2, 3. Ja, geil. Willst du mich schnatzen? Leck mich da am Sack. Wenn sie mich attackieren wollen, verlieren sie sofort die Intelligenz. Sie springen dann einfach nur runter. Bam, bam, so. EP! So. Ich muss das unbedingt beleuchten. Auf jeden Fall, Leute. Ich muss das beleuchten. Und zwar, das habe ich mal richtig gemacht. 1, 2, dann. 2, nein! Und wir sind schon bei der zweiten Folge von dieser Session. Und ich wollte das schon bei der ersten Folge hinbekommen. Aber mit meinem Glück, Leute. So. 1, 2. Mano. So. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht so krass lange Themen anspreche, wenn auch keine kommen, ne? Dann sag nicht, ich bin langweilig, dann gib mir irgendwas zum Sagen oder zum Erzählen oder wie auch immer. Frag mich irgendwas, was ich dann im Let's Play beantworten kann. Vielleicht kann ich das dann in die Länge ziehen. Vielleicht
fallen mir dann irgendwelche Geschichten ein, wie auch immer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann 1, 2, 3. Okay, wieder ein Fehler. Wo ist mein Fehler? Ach so. 1, 2, 1, 2, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich hab irgendwo... Ah, Mano! 1, 2, 1, 2. Hä? Wo ist denn der Fehler? Mano! Da! Nein. Ist das der Fehler? Nein. Da! Hier ist der Fehler. Bei der letzten, ne? So. Ist ja nicht so tragisch, ne? Ist nicht so tragisch. Dann die ganzen Steine kommen dann hier hin. Wenigstens die Abtrennung. Rest mache ich danach. Der Rest. So. Ja, sobald ja die 1.5 Version von Minecraft raus ist, dann bin ich wahrscheinlich... Nein. Vielleicht ein bisschen später. Vielleicht 5 bis 10 Folgen, nachdem ich dann die 1.5 installiert habe, werde ich wahrscheinlich dann mit den Silos beginnen und dann wird etwas von der neuen Version benutzt, und zwar die Trichter. Die Trichter sind geilo. Dann wird alles so gut wie automatisch laufen, ne? Außer das, was man selber machen muss, und das ist die Seeds einsetzen, aber das ist nicht so schlimm, ne? So, es gibt sogar, wenn man sich sehr gut mit Redstone auskennt und mit Trichter, kann man das sogar so einstellen, also im Lager, dass dann du eben eine Kiste hast und da machst du einfach irgendwas rein und alles wird dann automatisch sortiert, und das nur mit den Trichtern. Was muss ich jetzt? Ich habe kein Glas mehr. Ich habe kein Glas mehr. Das ist doch nicht wahr. So, dann gehen wir einfach so schnell wie möglich ins Lager. Ins Lager, du fetter Mann, du. Komm schon. So, renn um dein Leben. Glas. Dann. Hier rein. Ob das wohl reichen wird? Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht verraten, aber... Komm, noch ein Stack. Wir machen so viel wie möglich. Bis auf die Hälfte. Warum? Das werdet ihr vielleicht später sehen. So. Ja, geil. Das passt genau. So, 4 Stacks haben wir. Und das benutzen wir dann für was anderes. So. Wieder die andere Perspektive. Kein Bock auf sowas. Auf jeden Fall wird bestimmt so zu bauen voll einfach sein. Okay, wo muss ich hin? Ich will dahin. Ich will raus. Ich will hier raus. Yay! Ich will das auch können. Ich laufe, aber ich fliege irgendwie trotzdem. Ja, Superman macht das irgendwie nicht, ne? Der streckt einfach nur seine Faust raus und schon fliegt er. Der läuft einfach auf der Luft. Ist ja so im Grunde, wie wenn man auf etwas laufen würde, was man gar nicht sieht. Na, vielleicht ist das nur eine optische Täuschung. So. Und 1, 2, 1, 2. Nein! Mano! Ich dachte, das wäre ein viel kürzeres Projekt, das mit dem Turm, ne? Ich dachte so, komm, in einer Stunde und 30 Minuten hast du das hier fertig. Wie lange sind wir schon dran? Auf jeden Fall so 10 Parts, wenn ich mich nicht täusche, ne? Also mit, ja, habe ich mich verbaut. Da habe ich mich verbaut. Das habe ich gesehen, Leute. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voll spannend. So, Mano, wir sind schon so gut wie oben und du willst dann runtergehen. 2, 3. Und hier kommen dann Blöcke. So. 1, 2, 1. Nein, was mache ich da? Doch, das ist richtig. Bin ich dumm. So, ich glaube, das war's. Aber was ich jetzt noch tun werde, ist das hier. Und zwar die Blöcke, die ich hier habe, werde ich dafür nutzen,
Und zwar hierfür. So, ich schaue mich dann hier mal ein bisschen um. Wie sieht das dann aus? Das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber man kann ja wenigstens nach unten schauen, ne, jetzt, ne? Ne, Leute? Und das mache ich auf jeder Seite. Und zwar so. Glas kommt hin. Da kommt Glas hin. So. Und das passt dann auch genau mit den Blöcken, ne? Mehr habe ich leider nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass Glas insgesamt wird reichen, was ich noch habe, ne? Also viel mehr ist das nicht. Aber irgendwas sagt mir, dass das total ausreichen wird. So. Und da setzen wir jetzt die letzten Blöcke, die wir haben. Wir besitzen, ne? Jetzt das besitzen. Weil wir besitzen es nur. Nicht mehr. So, jetzt nur noch die Gläser überall reinstecken, ne? Denkt bitte nicht pervers. Okay. Ich habe euch bestimmt darauf hingewiesen. Und ihr denkt nur pervers, weil ich gesagt habe. Ihr wisst, was ich meine, Leute, ne? Und jetzt kommen Steine. Die ganzen... Ah, nicht diese Steine, Mann. So. Ja, bau genau die Steine dahin, wo ich sie will. Ne? Das war... Fail. So. So, nicht mal in der dritten Folge werde ich das schaffen, ne? Wenn ich so weitermache. Und es regnet wieder, Mann. Warum? Wolken, geht weg. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So. Und jetzt brauchen wir nur noch die letzten Gläser auf dieser Seite. Dann sind wir hier auf dieser Seite auch noch fertig. Und dann fehlt nur noch eine einzige verdammte Seite. So, hier ist alles fertig. So, stellt euch mal vor, ich würde das mit Erde machen. Ich würde mich da nach oben bauen. Das wird so verdammt lange dauern. Also, da hätte ich gar keinen Bock dazu, ne? Also, ich würde das vielleicht, ne? Keine Ahnung, ob ich das trotzdem machen würde, wenn ich keine Let's Plays machen würde. Aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit, also ist die Möglichkeit höher, dass ich es mit Erde machen würde, wenn ich das nicht als Let's Play machen würde, ne? So, und da ist das Glas. Und jetzt... Ah, Gott. Regen, geh weg. Geh weg, Mann. Dich braucht kein Mensch. Dich will keiner. So, Glas. 1, 2, 3, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der ganze Rotz muss rein. Rein damit. Rein in den Turm. So. 1, 2, 3. Wie viel habe ich noch? Das wird mit Glück reichen, Leute. Mit ziemlich viel Glück könnte das sogar eventuell reichen. Nein! Nicht, wenn ich sowas mache. Aber wir haben ja diese Spitzhacke. Die ist so geil. 1, 2, 3, dann 1, 2... Mano! Wir sind schon oben. Geil. So. Hallo? 1, 2, ich dachte, wir wären schon oben wegen... Hä? Warum können wir nicht höher schauen als das? Wie dumm. Auf einmal sehen wir den Rest. Voll buggy. Schaut euch das mal an. Ah ja, das sollen ja auch Wolken darstellen. Voll geil, ne? Sieht voll realistisch aus. Ich dachte, hier wäre schon Ende. Ja, machen wir das so. So, 1, 2, 3. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Da ist noch ein Stückchen nach oben. Das sind zwei, oder? Yep. 1, 2, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein. Nein. Okay, Glas ist kaputt. Ist mir auch scheißegal jetzt. Und wir haben schon wieder einen Fehler. Schauen wir uns das mal genauer an. Bis wir schnatzen. So, ich nehme mal die ganzen Steine auf. Ja, genau.
Wo spawnt ihr denn, Mann? Ich habe hier alles ausgeleuchtet. Ja, bis auf einige Stellen. Wie zum Beispiel hier. Okay. Okay. So, hier sind zwei. Dann. Hier zwei. Hier zwei. 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 Mano. Wo ist der Fehler? Wo bist du, Fehler? Hier. Hier ist Fehler. Mano, ich hasse das.